und herzlich willkommen zu einer neuen Setzen Folge wir unsere Reise fort. Weiter geht's! 10. Ja. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Offscreen gespielt, habe eine kleine Nebenmission gemacht und eine Jagdmission ein bisschen. Die werden wir jetzt abgeben und dann gucken wir mal, wenn wir unser wenig Hauptstory zu. Schließlich glaube ich, dass euch das auch interessiert. Selbstverständlich natürlich. Sieh mal an, jetzt wird's interessant. Wir haben gerade hier Gegner. Oh, die Kröte, aber ich hab keinen Bock. Wir sind da. Hab auch ein bisschen mit auf Schokobos geritten. Ich glaube, das könnte noch ein bisschen sein. Beziehungsweise, ich habe ewig gebraucht, um diese zu finden. Ich bin so 10 Minuten rumgelaufen. Da habe ich eine Schokobo-Automaten. Ja, wir gehen jetzt kurz um eine Jagdmission ab. Das machen wir jetzt so schnell. Dann machen wir direkt weiter mit der Hauptstory, über den wir meinen. Und gucken mal, ob wir da noch was schaffen. Also, warum läuft da... Oh ne, ist ein Auto. Ich bin noch nicht. So, Federklauen, Fänger. Man macht, da sollten wir so ein paar von diesen... Nach Ramus Kraft kommt Leviathan. Schon, ja. Ich vermute, dass Luna bereits auf dem Weg zur Wassergöttin ist. Bedeutet das etwa noch einen Ritus für Luna? Oh weia. Ja, wir hatten hier so eine kleine Jagd, wo wir so ein paar Hündchen da jagen mussten. Ja, die waren aber nicht ganz süß aus. Haben noch ein paar Bilder gemacht. Womit kann ich heute dienen? Ein Glück seid ihr wohl auf. Haben wir schon Sorgen gemacht. War ja kein Thema. Das kommt hier wieder wie Cash hier. Cha-ching. Wie wäre es mit einer kleinen Stärkung? Nein, ich wollte nicht. Ne? Und dann machen wir jetzt mal die Hauptstory. Ach, die ist vielleicht ausgewählt. So, dann müssen wir gleich mal einen Schurken. Wo machen wir gerade drei Tage? Da weißt du, wie lange wir reisen. Und wenn wir reisen, werden wir nicht reiten. Und dann rufen wir es auch gleich mal. Ich habe es Schokibum genannt. Also dann? Warum? Ne, einfach nur, weil ich lustig sein wollte. Ich habe die auch mal. Und da steht auch Schokibum hier. Dann go. Reiten wir ein bisschen mit dem Schokobum. Da müssen wir unbedingt noch die anderen das Springen auf Kreisen. Nicht so trödeln! Das ist so witzig. Stecken wir unser Revier ab. Ist eine gute Übung. Ja, tschüss, hier mit Revier abstecken. Wir rennen mal weg. Wir können also gar nicht so schnell gucken. Cowboy, neues. Schon seine Schokobus gestiegen. Fliegerbeistand. Deine Schokobo wird nun gelegentlich im Kampf zu sehr stehen. Allerdings hängt das ganz von seiner Laune. Schoko hat die Fähigkeit Schoko-Sausa lernen. Ruf dein Schokobo, wenn es im Kampf brenzlig wird. Und er bringt dich in Sicherheit. Nur einmal pro Kampf möglich. Interessant. Ja, na dann. Haben wir ein bisschen hier, ne? Deine Schoko ist ja ganz schön drin. Frisch. Ja. Noch 700 Meter. Sprung durch halten Kreis. Wie Sprung durch halten Kreis? Wir brauchen ja was schön die Auswahl leisten müssen, ne? Das ist so geil, wenn ich ehrlich bin. Oh, das Froggy. Der hat so gar keine Chance, jetzt anzugreifen. Ich kann ja nicht schon fast leiden, wenn er zu schnell ist, wenn zu frisch ist. Oh, ist eine Lagerstelle, interessant. Die wird jetzt aber nicht markiert auf der Karte. Oh, steht. Oh Gott, da sind Gegner. Du bist ein Imperialer, ne? Dich fighten wir. So gut.
Sachen verbrochen und die Sachen verstanden. Das ist so einfach. Also, das ist super praktisch, weil der Kampf wird wieder einfach, ey. Okay. Das ist alles voll. Schön, dass er geht. Voll den Lauf! Bitte nicht, Alter! Vorsicht! Easy. Ich würde gerne mal hier, ne? Schoki, Schoki, los, Kleiner! Schoki, Boom! Schön, warte mal. Meine, wenn diese ganzen Imperialen Lappen, wenn ich nicht will, dafür kann ich ja nichts. Nein, die können halt null. Müssen wir aus? Oder können wir hier rein? Ja, wir können hier rein. Schaut zumindest so aus. Ich weiß, dass alle gut lag. Ich will jetzt nicht laufen. Danke. Und mal gucken. Berühren. Jetzt kommt der Platz an den Schlag auf die Schärfe. Feine Wände und Samen zu Ende. Erfreulich. Der Prinz genießt rasch. Wer? Gentiana. Eine Emissärin. Hat der Prinz von uns gelesen? Ja, aber eigentlich weiß ich nur, was Luna mir erzählt hat. Luna Freya. Ja, Luna... Schön, dass Sie sich gut verstehen. Der König und die Kanagi müssen stets eine Einheit bilden, um diese Welt vor dem Dunkel zu bewahren. Das war Gentiana in Tenebrae. Der König lässt den Donnergott besser nicht warten. Ins Auge des Sturms möge er schreiten, um die Gaben zu empfangen. Das Imperium reißt die Brücken des Königs nieder. Doch er wird andere Wege finden, sein Ziel zu erreichen. Noct, was ist? Wieder Kopfschmerzen? Ich habe Gentiana gehört. Hatte sie ein... Ganz kurz Nachricht mal von den Göttern? Guck mal, welchen Level ich bin. Okay, 21 passt ja noch. Ihre Stimme hat die gleiche Wirkung auf Noct wie die Titans. Also dann? Immer wieder so weit latschen, aber das geht ja ganz schnell mit den Shoki-Bowies hier. Die Kanagi erweckt die Götter aus ihrem Schlaf. Woohoo! Kann den König mit ihrer Kraft zu segnen. Warte. Was ist? Hörst du sie wieder? Ja. Luna will es. Götter. Los jetzt! Das ist ja richtig hart. Kinderleicht. Probleme? Macht ihr um mich keine Sorgen. Gut, und du meinst? Hallo. Hallo. Geht's gut mit dir? Ich glaub, alle nicht so. Fünf! Und wie? Weiter geht's. Man hat ganz schnell einfach in einer Kombo gemacht. Easy. Rechts kommt er. Los, Kleiner. Aufsetzen. So. Jetzt kommen wir weiter. Noch drei Hörner bei dem Kleinen. Bis da! Juhu. Der hängt dir wieder, du zeigst dir. Ja, hier, erster. Easy. Das ist so geil, ne? Ich feier das jetzt schon, bis das lange kann. Ich werde nie wieder Auto fahren. Schokobos sind das neue Reisemittel hier. Und eine Ortschaft.
Egal, wir sind eh noch auf der Durch und kannst du reinspringen. Oh nice, das war ein schöner Sprung. Einmal die letzte durchbeißen. Natürlich auch ein bisschen blöd, dass alle denken, dass wir krank sind. Oh Gott. Lauf. Im Rennen. Ja, L2. Ach, anhalten direkt. Okay. Merk schon. 480 Meter noch. Ich dachte, ich bin mal vorher. Hallo, Schiff. Haben wir die Suche nach den Königsgräbern aufgegeben? Nein. Die nehmen wir später wieder auf. Die Kraft der Luzis kann Nockt nicht schaden. Tote sind geduldig. Der Donnergott hingegen könnte ungehalten reagieren, wenn wir ihn warten lassen. Wir müssten den gleich so rüberspringen, wenn wir dann bist du aber weg. Schade eigentlich. Wir müssen gleich in Eingang gehen. Ich bin wieder die Imperialen. Leg ich los! Übernimm dich, Flossen! Hier, bitte! Komm mit uns an. Gegner! Nicht schlafen! Wir werden das denn gelernt? Alles klar? Alles in Ordnung. Ah, doch, der ist hier unter dem Schwimmen. Los, bereit! Los, Nockt! Die nerven mich nicht, doch so viel ich kann. Schluss mit lustig! Ja, komm mal. Oh, ja, was denn? Konto, Konto schafft es. Konto hat es erwischt. Mein Prinz! Ade, du hast mich gerettet! Solange ich dich nicht warten lassen muss. Nimm das! Hat nur das. Lebt ihr noch? Ja! Noctis? Ja, gerade war's. Noch so. Der Spruch wieder alles. Ja, ich lebe noch. Gerade noch so, aber. Die Sammelstelle würde mich schon interessieren, aber wir müssen jetzt gucken, dass wir hier rüberkommen. Das wird, vollzogen ich, ist der Ritus von Blut und Geist. Der König muss den Pfad bereisen, den die Kanzlerin geebnet hat. Nockt, alles okay? Ja, Luna, deine Segnung vorbereitet. Damit du eine weitere Götterkraft bekommst? Hallo, Baum. Baummann, schreit. So. König. Er muss gen Osten ziehen, zur Vorschuhhöhle. Das Siegel ist gebrochen. So. Der letzte Stein ruft den erwählten König aus der Tiefe. Er muss ihn vor dem Imperium erreichen. Wir müssen zur Vorschuhhöhle. Schnell! Okay, bringen wir es hinter uns. Zoramu! Wie aufregend! Aufgabe? Bereiten wir uns entsprechend 25, okay, aber. Vor. Ja, wir bereiten uns vor, wir rennen direkt hin. Also dann? Vor, dass wir direkt hinlaufen. Oh, es hat gut funktioniert, direkt draufziehen. Hier räum ich auf. Ja, das ist ein Aufräumen. Ne? Großartig noch! Kinderleicht! Ich habe den Nachhang der Glocke gesehen und du bestimmt auch sie nicht gesehen.
Vom Imperium finde ich ziemlich leicht. Also die sind einfach so leicht zu bekämpfen. Ich weiß nicht warum. Die Roboter sind das auch nicht mehr so schwer. Ich habe schon echt gedacht, dass das erste Mal haben, dass die ziemlich Killermaschinen sind, aber das scheint ja doch nicht so zu sein. Und jetzt rennen wir natürlich so hier weiter von geilem Schokobot, schnell wie möglich da hinten. Ja, jetzt habe ich so ein Bier, wenn man kämpft. Oh Mann, das war mein erstes Mal auf so einem Schiff. Die Gelegenheit kriegt man nicht alle Tage. Kommt das erste Mal, ja, ja. Ja, kämpfe nicht durch. Oh Gott. Das Stacken. Nicht, okay, gut. Ja, diese Büsche hier aus Metall sind die wahrscheinlich, dann kommen wir damit durch. Die sind halt Metallbüsche, da kennst du nicht. Ich stell mir auch, wenn diese Schuppen was einfach durchrennen kann, das ist so nice. So friedliche Tiere, sieht man auch nicht so. Hey Nott, über dir! Müssen. Haltet ihr? Ach komm, die beiden hier. Vielen Dank, oh, mein kleiner Chocobo. Na, los. Oh, das habe ich vergessen. Da waren so drei Leben. Ja, Stufe 45 möchte ich nochmal anmerken. Überhaupt nicht wirklich also gekratzt. Das ist ja witzig. Na, machen wir ja. Haben sie hinten Gegner, die sich einfach doppelt so hochgelegt haben wie wir. Das stimmt, hier war, glaube ich, hier war da immer der Meteor, oder? So in der Nähe. Oder? Ja. Aber egal, wir reiten jetzt hier querfeld ein. Das ist nämlich nur ein Kilometer dort lang. Genau, Schuppe der Schuppe. Aus deinem Tempel sind wir stehen, ne? Bitte, schneller. Yo, was sind das bitte für Riesenlandwasser? Du sagst es. Nord, ich höre Magitech-Motoren. Danke. Nerv doch mal nicht so, Leute. Kommt her! Brava, Junge! Ja, fertig! Schon wieder! Du bist wieder Stufe 40! Ey, fertig! Schon ein bisschen bei uns! Klappe zu! Monster tot! Wie schmeckt dir das? Sorry.
erstmal da schön weg, weil er gleich nochmal Bumm macht. Los, Kleiner. Komm hier rüber. Alter. Oder auch nicht. Oh, so viele. Einfach nur. Alter, was ist da für Riesen hier sein müssen? Schwimmen. Ich hab mich nicht feindlich gefühlt, aber doch von jetzt nur noch schnell. Ich hab Angst vor denen. Wo könnte der Regal ja nur sein? Wir müssen ihn finden, bevor wir nach Artesia fahren. Ja, unbedingt. Zweifellos. Schon mal Meter. Das wird dann leider langsam durch. Feinde! Danke! Jetzt reiten wir echt durch, ne? Die kann ich jetzt getrost scheißen. Ich möchte jetzt eher gesagt eher ein Refugium finden, wo wir kurz übernachten, dieser Zwischenstopp, damit wir hier weitermachen können. War das Ganze dieser Spinne ist sehr, also echt sehr nervig. Ich hatte schon so eine Vorahnung. Aber warum hilft er uns dann die ganze Zeit? Ich glaube nicht, dass das Imperium genau so gehalten hat. Ja, das ist ein bisschen blöd. Aber egal, juckt mich nicht. So weit er aber durch. Ich weiß, dass ich jetzt hier in die Reihe. Oh, da ist gerade einfach ein Gegner hinter mir gespawnt. Alles klar. Hier ist ein Weg. Was ist, wenn Nock alle Kräfte gesammelt hat? Was machen wir dann, Igris? Leider kann ich nicht für das Schicksal sprechen. Geht sicher darum, das Imperium zu plätten. Wollen wir wetten? Ha, nichts lieber als das. Ich würde so gerne eine Kugelball von mir, das ist in der Nacht der Igris zu durchzulaufen. Was sagst du dazu, dass nicht nur deine Ahnen, sondern auch die Götter dich mit allen Kräften unterstützen? Ziemlich genial. Das Imperium hat keine Chance gegen uns. Ja, unsere Aussichten haben sich in der Tat verbessert. Das ist der Weg. Ah, da ist auch das Refugium ist wieder markiert, das ist natürlich super. Weil wir hier zuerst jetzt einmal übernachten werden, weil wir eine Menge EP vor allem haben. Ach, hier waren wir sogar schon. Wirklich? Wirklich jetzt, ne? Wir waren hier. So, na, wow, super. Zelten im Schlamm. Sei leise. Kein Tag ist vergangen, ne? Unsere Bilanz A, C und A. Naja, gut. C und A, ne? Muss man auch sagen. Super Kleidungsgeschäft. Ah, das würde Prompto gerne haben. Das hätte. Ja, hauen wir diesmal hier auf ihn, ne? Die Zahnkraut geben wir auch mal einen Schoki-Bosch. So, wir kriegen auch ein bisschen EP. Nicht zu vergessen. So, wir haben 33 Fertigkeitspunkte. Lohnungsfertigkeit. Talentstufe Ignis aufstehen. Neues Talent. Ich glaube, es ist irgendwas mit Schnitzel. Aber das ist natürlich nicht schlecht. Ich habe schon wieder auf weiter gedrückt. Ich hasse es. Ja, das zweite Mal schon. Oh nee, ey. Warum? Das ist halt echt blöd. Ja. Los geht's. Okay. Ich würde sogar meinen, es reicht aber so für die Folge. Ne. Wollen wir hier campen? Guck die Musik runter. Ich würde auch mal meinen. Ich sammle das mal ein. Und dann würde ich mir meinen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten.